Nee, heute sehe ich aber schwierig aus. Schwierig. Schwierig. Ihr Lieben, guten Abend. Ich bin noch so ein bisschen, hier war jetzt so ein bisschen viel. So, geht das so? Geht das so? Sieht ein bisschen schwierig aus heute, oder? Wurscht. So, ein bisschen Saft drauf geben. Ich trinke jetzt einen Schluck und dann geht's gleich los. Guten Abend. So. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Uli Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin. Elena Ulich. Guten Abend, es ist jetzt auch schon 22.16 Uhr. Herzlich willkommen zu Ulich stillem Örtchen. Endlich mal in Ruhe reden. Es ist soweit, ich sitze wieder auf meinem stillen Örtchen und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich sehe Altus 390. Guten Abend Martina Kramer, guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, das war eine wilde Woche. Entschuldigt, dass ich habe schon wieder knallrote Ohren. Ich habe mir noch schnell die Ohrringe reingemacht und jetzt glüht alles. So, also... Das war ein bisschen viel diese Woche, ich erzähle euch gleich alles. Ich möchte mich an allererster Stelle, ich glaube, das habe ich die zwei letzten Male vergessen und das ist tatsächlich frevelig. Ich möchte mich bei meinen großartigen Unterstützern bedanken, die auch in diesem Jahr an meiner Seite sind. Ich möchte als allererstes Hakle nennen. Ja, ich bin sehr froh, dass ihr an meiner Seite seid und dass mir das Klopapier nie ausgibt, egal welche Krise es ausgeht. Der Malogica, vielen, vielen Dank euch und wir werden auch dieses Jahr, da freue ich mich schon drauf, tolle Talks haben und auch geile Shoppings. Freut euch drauf, ich habe da wieder was ganz Schönes herausgehandelt. Bald ist es wieder soweit. Und natürlich, und Gretel, mein erster Unterstützer, langjährig, jetzt schon fast 2 Jahre, die an meiner Seite sind, von denen auch dieser wunderschöne Lippenstift ist. Ja, bei euch möchte ich mich bedanken. Ohne euch wäre diese Sendung über die lange Zeit nicht möglich. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank an euch Zuschauer, dass ihr mir die Treue haltet, dass ihr so toll da seid, dass ihr immer so tolle Sachen schreibt, dass... Freut mich nach wie vor sehr. Ja, ich möchte euch meine absurde Woche berichten. Sozusagen, ich war ja kurz mal außerhäusig letzte Woche in Köln, kam wieder und hier brach gelinde gesagt das Chaos aus. Ja, es fing damit an, dass mein Sohn beim Training war und nach Hause gefahren wurde. Egal, auf jeden Fall, Fakt ist, in der Schule war und am nächsten Tag kam der Anruf, sozusagen ein Kind ist positiv getestet. Ich meine, die Einschläge kommen jetzt tatsächlich näher und es wird rasant und ich weiß gerade gar nicht mehr, wer nicht erkrankt ist. Auf jeden Fall habe ich daraufhin sofort in der Grundschule angerufen, habe meine Tochter rausgenommen. Meine andere Tochter, die seit 14 Wochen nicht in den Kindergarten gegangen ist und nur Dienstag und Mittwoch in den Kindergarten gegangen ist, die habe ich auch sofort am Mittwoch dann rausgenommen. Beziehungsweise, oder war das am Dienstag? Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, am Dienstag rausgenommen. Also die war praktisch einen Tag im Kindergarten, 4 Stunden. Ich habe dann einfach gesagt, raus, dann habe ich den Großen, dazu muss ich eine gute Geschichte euch erzählen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mich am Montag, wie ich wiederkam aus Köln, mich so geärgert über meine 2 großen Kinder, dass ich bei der, bei sozusagen dem Telefonanbieter, den wir haben, angerufen habe und gesagt habe, das fand ich sehr lustig, gesagt habe, kann man eigentlich Telefonkarten sperren? Und daraufhin lachte der Mann am Telefon und sagte, Sie haben nicht zufällig einen 14-jährigen Sohn. Und dann habe ich gesagt, doch. Und dann hat er gesagt, ja, das hat er auch schon öfter gemacht. Auf jeden Fall habe ich die 2 Telefonkarten mal kurz gesperrt, dass gar nichts mehr ging. Jetzt musste ich ihn aber aus der Schule holen und konnte ihn nicht erreichen. Habe also im Sekretariat angerufen, habe mit der gesprochen und habe gesagt, eigentlich müsste mein Großer nicht, weil der ist sozusagen... das ist ja eine komplizierte Regel. Länger als 15 Tage geimpft, aber nicht länger als 90 Tage mit der 2. Impfung. Kinder werden ja da noch nicht geboostert. Also war der genau drin und trotzdem hat die Sekretärin und ich beschlossen, dass es, um die Ketten zu durchbrechen, ja, ich den jetzt auch raushole. Auf jeden Fall ist die dann in die Klasse sozusagen. Und wir hatten auch gesagt, dass die einfach nur sagt, er soll kurz rauskommen, familiäre Gründe, er soll nach Hause kommen. Mein großer Sohn natürlich wieder zurück, irgendwie keine Ahnung, wie er das gemacht hat, das Telefon war ausgestellt. Auf jeden Fall hat er mitgeteilt, dass er Covid hat, was wir gar nicht haben. Daraufhin habe ich SMS von Müttern gekriegt, übersteht gut die Zeit. Also dann kam der nach Hause, total genervt, ich will in die Schule, ich möchte irgendwie in der Schule sein, ich muss nicht. Und so, wofür habe ich mich denn impfen lassen? Ich sage, ja, aber wir möchten doch die Kette durchbrechen.
So, dann kam der Anruf vom Kindergarten. Mittlerweile war die ganze Gruppe geschlossen, weil ein PCR-Test nach dem anderen positiv war. Der andere. Fakt ist, bis jetzt hat es keiner. Wir sind aber quasi seit 6 Tagen oder fünf Tagen zu Hause und gehen nicht raus. Ich gehe nur mit Maske. Ich bin geboostert. Ich gehe irgendwie einkaufen. Aber das war's, weil ich gesagt habe, lasst uns das durchbrechen, den Wahnsinn. So, und plötzlich ist man zurückgeworfen in den ersten Lockdown, wo wir alle zu Hause sitzen und wo keiner mit mir Kart spielen will, sondern irgendwelche anderen Sachen machen will. Ich möchte so gerne Doppelkopf spielen. Dann habe ich schlecht gekocht, mehrfach. Bin aber sehr froh, dass ihr Elaine und Frederik wieder so annimmt. Das finde ich ganz toll. Das macht großen Spaß, dass Elaine und Frederik sich doch hier in der Wohnung treffen und zusammen kochen können. Dann wollte ich euch sagen, darauf aufmerksam machen, wer Lust hat. Die Anneli Gillu, die macht was ganz Tolles, nämlich das Wechselduett mit der Dr. Sheila Delis. Die finde ich ganz großartig, die beiden. Und die machen irgendwie jetzt einmal die Woche 6 Minuten. Ich durfte das auch auf meinem Kanal posten, aber irgendwann ist es nur noch bei denen. Und das ist sehr lustig und das hilft so ein bisschen über diesen Wahnsinn der beginnenden Hitze oder was damit auch mit einem passiert, dass wir Frauen, Männer können sie es auch angucken, damit die wissen, was mit Frauen passiert. Und Männer kommen ja auch in den Wechsel, bei denen äußert es sich nur meistens anders. Ja, das guckt euch doch an bei Anneli Gillu, das ist sehr, sehr lustig, oder bei der Sheila Delis. Und ansonsten, jetzt habe ich den Faden verloren. Habe ich den Faden verloren? Herr Karl, ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen, was ganz, ganz, ganz dringend wichtig ist. Ach ja, Mensch, pass auf. Ellen Oegel, wenn du jetzt zuhörst und wenn ihr da draußen zuhört, könnt ihr euch noch an das... Ja! Herr Karl? Ja, wegen Faden. Den Faden habe ich verloren. Ja, das... Ja, ach so, das... Das soll ich sagen, oder was? Herr Karl? Herr Karl möchte kurz sagen, dass ich letzte Woche noch bei Stern TV war, das soll ich noch erzählen, und tatsächlich danach einen Kommentar gekriegt habe, wo gesagt worden ist, was redet diese Frau, aber sie hat Lippen zum Blasen. Das fand ich doch interessant, das hatte ich bis dato noch nie, dass mich jemand sozusagen frivol aufgefordert hat. Das sollte ich erzählen. Ich glaube, ich wollte ja eben was anderes erzählen. Genau, ich wollte euch was anderes erzählen. Aber in meinem Alter werde ich auch noch aufgefordert, ne? Also, ich wollte euch erzählen, dass, schaut mal, könnt ihr euch noch an den Adventskalender erinnern? Wer von euch kann das? Und die wunderbaren Ellen Oegel, die mir seit über einem Jahr selbstgemachte Faszinatoren schickt, die hat unter anderem, es ist der letzte der Art, den ich behalten habe, auch für nächstes Jahr, könnt ihr euch an den erinnern? Schaut mal. Ferdinand, kannst du dich an das erinnern? Auf jeden Fall habe ich von der 24 ganz großartige Faszinatoren gekriegt. Und die hat auf dem zweiten Weg, das wollte ich euch zeigen, weil ich finde, wenn man seine Träume macht, dann finde ich, muss man das zeigen, und ich finde das ganz, ganz toll. Wartet, habe ich es jetzt gleich. Ach Gott, die Ulich ist schon wieder vorbereitet. Schaut mal, die ist nämlich in der Neuen Mainz drin. Schaut mal, das ist die Ellen Oegel und die macht sozusagen diese tollen Faszinatoren. Und vor allem, seht ihr, da bin ich auch drauf, die trägt. Und vor allem hat die mir einfach so 24 dieser tollen Faszinatoren gemacht. Und danach habe ich sie ihr zurückgeschickt und dann hat sie mir gesagt, kannst du sie alle signieren? Dann habe ich gesagt, aber wenn ich sie signiere, dann kannst du doch gar nichts mehr damit anfangen. Und dann sagt sie doch, sie hat eine Idee. Auf jeden Fall habe ich die alle handsigniert, habe sie ihr zurückgeschickt. Und jetzt hat sie mich angerufen, hat gesagt, sie wird das, und das hat sie heute gemacht. Auf ihrer Seite, unterstrich oben schön, das poste ich euch nachher, wird sie die sozusagen verkaufen. Und der Erlös geht zu 100% dem griechischen Tierschutz zugute. Also alles, was sie dafür kriegt, für so einen Faszinator. Sie hat da bestimmte Preise dran geschrieben. Dann könnt ihr das erwerben und ihr kriegt auch ein Zertifikat. So, und dann mit meiner Unterschrift, wer das möchte. Und ich habe sie alle getragen, außer der letzte, der hier ist. Und einer ist kaputt gegangen, aber es gibt 22 Stück. Und wenn ihr Lust habt, sozusagen Unikat zu haben für nächstes Jahr Weihnachten oder einfach euch das mal aufzusetzen und dann schickt ihr mir ein Foto oder so, der macht das. Ich finde das eine ganz tolle Idee und es geht zu 100% an den griechischen Tierschutz und ich finde das ganz toll, dass sie das macht und dass sie nichts dafür wollte. Und ich meine, das ist Handarbeit und das hat sie ganz viel gemacht und sie hat gesagt, du hast uns was geschenkt und ich möchte damit jemand anderem was schenken und das finde ich super. Also wenn ihr Lust habt, ich poste das nachher, ich schreibe das auch da drunter. Und dann könnt ihr euch das auf ihrer Seite angucken. Und wer Lust hat, einen zu erwerben, der macht das. Und wer nicht, der guckt einfach mal, was sie Tolles macht. Das ist ganz, ganz toll. Das finde ich eine super Idee. Ellen, Chapeau kann ich dann. Und du machst wirklich ganz tolle Faszinatoren. Und sie kleiden einen immer, egal wie man aussieht, Ding auf den Kopf. Und du siehst gut aus. Das muss man einfach sagen.
Da ist Helena. Er! Da ist er! Hören's! Juhu! Die süße Maus. Ich werde jetzt frivoler. Auf meiner Seite kamen auch so frivole Kommentare, jetzt werde ich frivoler. Verstehst du? Ich finde es gut. Sei doch mal ein bisschen frivol. Auch meine Liste, meine intime Liste ist ja auch, wie man sagt, viel zu langweilig, mein Herz. Eben. Nachdem wir ja so fröhlich über die Fickertasse auch gelacht haben. Übrigens, ich habe heute keine Fickertasse mit. Ich habe heute einen anderen Becher mit Dr. Kottas Abwehrkräftetee. Und ich habe noch was Fantastisches mitgebracht, weil ich dir das mal zeigen wollte. Corona die zweite. Yay! Hör auf. Ja. Nein, hör auf. Ich krieg die Krise. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Naja, ich wünschte, ich würde dich verarschen. Ich muss so lachen, als du vorhin erzählt hast. Ja, es wird, ich kann dir auch das offizielle Testzertifikat der Stadt Wien zeigen, wo drauf steht, nachgewiesen. Ich befinde mich seit Freitag in Quarantäne und habe mir heute eine herrliche Hühnersuppe gekocht. Naja, was soll ich sagen? Mir geht's gut. Ich bin dreifach geimpft. Ich bin, für alle, die es noch nicht gehört haben, ich hatte im November 2020 Corona, bevor die Impfung kam, hatte das halbwegs gut überwunden. Habe zwar anderthalb Jahre nicht ordentlich gerochen. Inzwischen geht es schon wieder besser, aber es ist immer noch nicht da, wo es war. Bin dreifach geimpft und habe es jetzt wieder bekommen. Als damals? Schwächer? Ja, schwächer. Also ich habe einen Schnupfen, das sitzt halt hier, und habe Husten. Es war gestern schlimmer, also beim Husten hatte ich irgendwie so Halsschmerzen. Also alles, was hier so im Rachenbereich intensiver ist, ist eindeutig oder eindeutig. Ich habe so ein... Was hast du erst? Corona? Das weiß ich nicht. Also ich gehe, das ist nur vage Vermutung eines Hobby-Virologen. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt Omikron ist. Aber es werden natürlich einige sagen, ja, für was dann nicht impfen? Naja, nicht ganz. Also wenn ich jetzt Grippe geimpft bin, habe ich ja trotzdem die Chance, dass ich Grippe bekomme, aber zumindest eine bessere Chance beziehungsweise eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht schwer an Influenza zu erkranken. Also so gesehen, es wird uns alle erwischen, es bleibt nicht aus. Hör auf jetzt! Ich habe so eine Angst davor. Ach, du brauchst... Nee. Doch! Ist es. Weißt du, wovor ich so Angst habe? Du bist geimpft, du brauchst keine Angst davor haben, ist alles gut, die Hospitalisierungsrate geht runter, das ist das, was wir was die Virologen und die Experten erhofft haben, das ist die Epidemie zu einer Endemie wird. Wir sind zwar noch nicht an dem Punkt, dass wir einfach locker damit umgehen und einfach sagen, okay, wenn man krank ist, kann man trotzdem rausgehen. Aber die Hospitalisierungsrate geht nach unten. Das ist gut. Die Leute sollen sich jetzt mal schön, das passiert ja sowieso, die stecken sich halt jetzt gerade unterfröhlich an. Das passiert einfach. Ich habe keine Ahnung, woher ich es habe. Du, ich sag dir was, jeder, egal mit wem ich rede, weil dieses Omikron ja einen anfliegt, ich sag dir was, weißt du, was so bescheuert oder was so schlimm ist daran? Bevor ich ja ganz kurz, wir wollen jetzt nicht über Ängste sprechen, ja, aber meine Kinder hatten ja mal Krupphusten. Und da habe ich wirklich nachts um 2:30 mit einem Kind, was keine Luft gekriegt hat, auf der Terrasse gesessen. Und es hat mir so eine Angst gemacht. Also dieses Gefühl von, dass die Lunge, ja, das macht mir daran so Angst. Eine Grippe oder so stecke ich weg. Und was auch so schlimm ist, das hört sich jetzt so doof an, ich bin nächste Woche zur volle Kanne eingeladen am 2.2. Ja? Und am 4.2. zu Ringelstädter. Ja? Mhm. Und das Problem ist ja auch beruflich gesehen, wenn es dich erwischt, dann liegt mein Beruf sofort brach. Ich meine, wenn... Ich weiß. Wenn es mich erwischt, Ferdinand, dann machen wir jeden Tag stilles Örtchen. Dann machen wir jedes Tag stilles Örtchen. Jeden Tag machen wir auch mal ordentlich. Ja? Oder dann machen wir... Dann machen wir eine Corona-stilles Örtchen-Woche. Aber das Gute ist, dass ich trotz der Quarantäne zumindest ordentlich Klopapier zum Kühlen habe. Ja, das wollte ich sagen. Du hast noch gar nicht so viel verbraucht. Ich habe ja hier oben, es ist leider das Licht ein bisschen zu hell, aber ich habe ja bis hier oben reingestapelt, das sieht man leider nicht ordentlich, hier reingestapelt, weil einfach Klopapier mit Hacke scheißt sich besser. Du bist doch doof. So, jetzt wollen wir ein bisschen lustig werden. Corona hat uns jetzt und verfolgt uns nach wie vor. Komm,
Wir wollen jetzt Corona wegtun. Ja, und schau mal, wir haben trotz Grippe, und Grippe hat vor vielen hunderten Jahren auch... Herr Kahn, ich brauche was zu trinken. Haben wir auch Spaß, und darum sage ich, wir haben auch trotz Corona Spaß. Ja, warte. Herr Karl, ich brauche was zu trinken. Herr Karl, die Uli braucht das zu trinken. So sieht's aus. Ich glaube, ich brauche jetzt was Hartes. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Du passt jetzt wirklich auf dich auf. Du hältst mich auf dem Laufenden. Mir geht's schon besser. Gestern hatte ich schon viel mehr Hals. Es ist alles am Gut. Dann kurierst du dich jetzt aus. Ja? Hm? Und wir hören uns spätestens nächste Woche. Machen wir. Und du schickst uns jeden Tag eine Story auf Instagram, wie es dir geht. Na, und mal gucken. Na komm. Ja, ich bin ja schon seit Freitag in Quarantäne und habe noch... Machst du einen Quarantänetag, Schatz. Pass auf dich auf. Ja, aber die Leute sind so satt mit Corona, ich möchte die da nicht auch noch belästigen. Nein, mir du kannst einfach sagen, mir geht's gut. Okay, dann mache ich morgen ein Update und dann sage ich, mir geht's gut und ich verlinke dich drauf. Das machst du. Und das Stößchen, viel Spaß. Stößchen, mein Schatz. Herr Kahn, ich habe nichts mehr zu trinken. Tschüss. Und nicht vergessen, alles wird gut. Immer. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Richtig. So. Tschüss, mein Schatz. Gute Besserung. Na, sag mal, was ist denn mit dem Ferdinand los? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oder ich klage mein Leid und da ist jemand wirklich im Leid. Aber Gott sei Dank hat er Klopapier, sage ich euch. Ja, gute Besserung. Leo! So, bin ich jetzt da? Ja. Servus. Du hast die Knöpfe im Ohr, warum? Ja, das macht man doch jetzt so, oder? Das ist sau cool. Habe ich mir extra ausgeliehen. Ich habe normalerweise nur so. Warte, ich kriege was zu trinken, Leo. Ah ja. Außerdem höre ich dann dein schönes Stimmchen umso besser. Ah, übrigens, Servus da draußen. Jetzt ist die weg, oder? Also ich sage jetzt einfach mal Servus da an alle. Du redest jetzt in Hochdeutsch. Achso, so, ja, nördlich der Donau versteht man mir vielleicht nicht. Oh Gott. Ihr sagt das einfach, wenn sie mich nicht versteht, dann wechsle ich. Mama versteht dich herrlich. Leo, schau. Servus. Servus. Grüß dich. Gut siehst aus. Grüß dich. Stößchen. Danke, ich habe jetzt was Anständiges zu trinken bekommen. Ihr Lieben da draußen, lasst uns anstoßen auf eine tolle Woche und dass wir schnell durchkommen. Ja. Da ist nichts Süßes drin. Bei mir ist auch nichts Süßes drin. Aber so, Leo Reisinger, mein Herz. Ja. Der Leo und ich, wir haben uns letztes Jahr beim Dreh kennengelernt und ich möchte sagen. Sag's nicht. Soll ich sagen? Soll ich sagen? Natürlich. Ich hab mich ein bisschen verguckt. Der ist so entzückend, der Leo. Der ist ein netter, wirklich toller Mensch. Verguckt. Im Sinne von freundschaftlich verguckt, muss man sagen. Gott sei Dank. Ich habe nämlich gesagt, meine Frau soll zuschauen heute. Ja, aber entschuldige, es gibt freundschaftlich verguckt. Genau, du hast gerade so super einen Anker geschmissen, also von dem her. Ja, und wir haben zusammen, sind wir tatsächlich in einem Großhandel, da darf man aber nicht weiter drüber reden, aber sind wir einmal zusammen durch einen Bekannten, den der Leo kennt. Und weil der Leo mir helfen wollte mit meiner vierköpfigen Familie, sind wir auf den Münchner Großmarkt eingestiegen. Stimmt. Und haben den halben Großmarkt leergeräumt mit Gemüse und Obst. Genau, weil dein Mann so gerne kocht, habe ich gehört. Ja, der kocht ja wirklich fantastisch, muss man sagen. Sag einmal, dir tut aber das ja gut, mein Lieber. Hier kommen Fragen, pass mal auf. Also. Ja. Kommst du mal ein bisschen näher? Du bist zu weit weg. Ach so, ja, wie du magst. Also wenn das die Leute da draußen ertragen. Dass du ein bisschen näher bist. Ich glaube, das erträgt man gut. Leo, es gibt hier ganz spannende Fragen. Und zwar, pass mal auf, spielst du außer Klavier noch ein anderes Instrument? Ja, ich begleite mich auf der Gitarre. Aber das war's dann auch. Und ein bisschen Grundkenntnisse habe ich im Schlagzeug, aber... Das war es dann auch schon. Also, ich kann überhaupt kein Instrument. Ja, also auf dem Klavier fühle ich mich wohl. Ja? Ja. Und seit wann spielst du? Seit ich 6 bin. Und richtig übst du auch? Zurzeit lustigerweise echt weniger, weil wegen dieser depperten, geschissenen Pandemie, die wir haben wir nicht so viele Auftritte. Und ich brauche immer einen Grund, warum ich mich motivieren kann. Aber derzeit kann ich mich wieder motivieren. Und es liegt auch ein bisschen an dir.
Und ich sehe gerade, dass die Hälfte meiner, oder ich glaube, meine komplette Band guckt zu. Also ja, wir spielen bald wieder. Und wir haben auch vor, dass wir mal live auf Instagram gehen mit unserer Band. Also das habe ich heute gerade mir überlegt und ich finde das ganz lustig. Ja, das ist auch schön. Da könntest du ja auch so Liederwünsche erfüllen. Ich weiß nur nicht, wie das mit der GEMA ist. Weißt du? Ja, stimmt, mit GEMA, du musst mal... Hast du denn das Lied, was du gemacht hast fürs Stille Örtchen, hast du das selber komponiert? Nee, das ist Lady Madonna von den Beatles. Aber das hat, Mai, wie lange hat das gedauert? 3 bis 5 Minuten und dann habe ich das, also mit Dichten und Spielen. Aber und so. Könntest du eine andere Musik drunter legen? Eine selbstgemachte, dann hätte ich einen stillen Örtchen-Song. Nee, ich komponiere dir einfach was. Ja, weil ich brauche dringend den stillen Örtchen-Song. Ja, wenn du das willst, dann mache ich dir das, ja. Wollen wir das? Ihr Lieben, macht doch mal bitte ein Herz, wenn wir das wollen. Ja, pass auf. Das ist nämlich das Schöne, dass nämlich ganz viele Menschen da draußen tatsächlich mit dabei sind und nämlich jetzt interagieren können. Und das finde ich das Tolle an diesem Live, dass da wirklich was passiert. Ich bitte um ein Herz, wenn wir wollen, dass der Leo ein Lied für uns komponiert. So, das dauert jetzt, weil, pass auf, siehst du, jetzt geht's los, weil es ist nämlich 20 Sekunden Zeit. Hey, Francis, wollte ich wissen, dass du nicht kommst. Das war ja, aber so viel Herzen kann man gar nicht machen. Doch. Ihr seid super, ihr seid spitze, gute Mitarbeiter. Wir müssen nämlich zusammenhalten. Pass auf, hast du bestimmte Rituale, Leo? Oh ja. Und wie? Wolltet ihr jetzt wissen? Also ich gehe jetzt mal durch meinen Tag. Also ich stehe auf, dann mache ich als erstes mal meine Dankbarkeitsmeditation. Dann gehe ich meine ganzen Ziele durch und manifestiere die alle nochmal, ob sich die vielleicht geändert haben. Oft ändern sie sich nicht, aber fokussieren sich nochmal anders. Dann trinke ich den Power-Cocktail meiner Frau und Francis einen D-Drink. Ein was? Francis und ich, es ist sehr witzig, wir machen momentan eine Zellerneuerung. Also das ist, wer macht das? Welcher Francis? Der Fulton Smith. Geh Quatsch. Der Fälle. Geh Schwachsinn. Darf ich das sagen dürfen? Dürfte ich das sagen? Ja, Liegestützen machen wir. Es ist so witzig, ohne Schmarrn. Also. Hey, servus. Grüße euch. Du, ja, Leo, du wolltest ja auch noch deine Liegestützen à la Francis vormachen. Ja. Mach mal bitte. Nein. Mach mal. Das ist super. Der Leo hat das wirklich geübt. Das ist spitze. Soll ich euch das? Also, Jetzt zeig mal. Ja, oh, jetzt hast du gemeint. Francis, ich hasse dich. I love you, brother. Wisst ihr, wie ich ausschaue? Pass auf, ganz kurz, Francis, bevor ich das jetzt mache, okay, ich möchte noch kurz meine Rituale fertig erzählen. Weil es ist nämlich sehr lustig. Passt auf, es ist nämlich folgendes. Und zwar, ich habe, meine Rituale, das ist nämlich jetzt gerade noch eingefallen. Also wie gesagt, ich mache das, dann trinke ich meinen Kaffee, mein Ritual ist zum Beispiel Sport bei mir, danke, der kommt gleich. Und ein Ritual ist auch ganz krass, immer wenn ich nach Hause komme, fällt mir auf, ziehe ich meine Hose aus und laufe grundsätzlich nur in der Unterhose durch die Wohnung. Und meine Frau beschwert sich immer, dass ich sie die ganzen Hosen wegräumen muss. Also da bin ich unmöglich. Aber das ist wirklich ein lustiges Ritual. Du ziehst als erstes deine Hose aus, wenn du reinkommst. Ich hasse es. Ich liebe es. Entschuldigung, also Unterhose lasse ich schon an, aber ich liebe es, frei rumzulaufen. Ich kann dir das gar nicht erklären. Das ist so, jetzt aber solange der Fans, weil den nehmen wir gleich wieder raus. Mal schauen, ob ich habe heute eine Zeit. Heute habe ich mich schick gemacht. Sieh du, pass auf, Leo, ich kann nur sagen, tu dir keinen Zwang an. Wenn du bist ja zu Hause, zieh dir bitte die Hose aus. Ja, wenn es dir besser geht, Francis? Ich finde auch. Also Applaus für den Leo, weil das ist super. Nein, also pass auf, das ist eine Übung von Francis, gell? Und Francis, eigentlich, pass auf, macht's mal. Wir wollen die von dir auch sehen, Francis. Genau, ihr müsst die von Francis sehen, weil da habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Wie macht ihr das? Okay, also macht es auch, Francis. Nein. Jetzt ist Leo Zeit und jetzt macht's der Leo. Seht ihr mich da, oder? Ja. Okay. Ja. Also, das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich Francis. Leo, warte. Achtung. Wir nehmen den Francis raus. Tschüss, Francis. Ciao, macht's gut. Francis. Alles Liebe. Love you. Bye. Okay. Damit man dich besser sieht, Leo. Mach mal. Ja, danke. Aber warte, muss ich mal da runter?
Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter runter. Du, es schreiben alle, zieh ruhig die Hose aus. Ja, ja, schon. Wir haben... kein Problem. Also, pass auf, das ist wirklich, Francis, hoffe ich mal kein Schmarrn, gell? Also, pass auf. Was ist das denn? Das ist total anstrengend. Ja, und das, pass mal auf, und das macht der Francis... Unglaublich, also das hat er echt so eine Minute durchgehalten. Nein. Ja, wir schicken uns dann immer gegenseitig Videos und motivieren uns, damit wir gut in Form bleiben. Und also ich muss euch wirklich dazu sagen, dass ich seit wir das machen, bin ja auch schon über 40, habe ich so ein bisschen meine Problemchen und die sind seither weg. Es ist unglaublich und weißt du, keine Gelenkschmerzen mehr und alles. Ja, gut. Also es ist so, super. Jetzt drehen natürlich alle. Leo, pass auf, zum Schluss, ohne dass man es sehen wird, wirst du einfach deine Jogginghose ausziehen, ohne dass man was sieht. Du bleibst so sitzen, weil alle wollen dich in Unterhose sehen. Das machst du aber natürlich so, dass man es nicht sieht. Das ist der Trick. So, jetzt passt mal auf, ich sage mir, ist das, also ich bin ja ein Mensch der Öffentlichkeit und mir ist das eh scheißegal. Also, weil mir uns der liebe Gott hat uns so geboren und wenn du das sehen wollst, dann mache ich das jetzt einfach. Gell? Na. Ja, das ist doch mir wurscht. Ja, natürlich. Also, ganz du hast ehrlich, auch vollkommen recht. Letztlich ist es auch wurscht. Es gibt immer die Leute, die geschammig sind und dann gibt es ein paar, die sind es nicht und ich gehöre zu zweiter, schaut's her. Also, da passt. Also, jetzt sitzt sie daheim in der Unterhosen. Was? Du, weißt du T-Shirt übrigens, lasse ich an. Dass mein Sohn das auch macht, einer meiner Söhne? Willkommen im Club, ich liebe ihn. Das ist ganz automatisch in der Unterhose rumlaufen. Ja. Ich verstehe es auch. Ich ziehe zum Beispiel zu Hause immer meinen BH aus. Ah. Und zwar eigentlich, wenn ich zur Tür reinkomme und ich kann das auch als Frau, ich kann das so unter, weißt du, dass ich das T-Shirt noch anhabe und ziehe das aus und mache das so und ziehe den dann so oben raus und werf den weg. Sage mal, das würde ich jetzt eigentlich auch ganz gern sehen. Das habe ich gedacht. Ja, das mache ich zum Schluss, Leo. Ja, okay. Das mache ich zum Schluss, aber da habe ich kein Problem. Also kriege ich das heute hin? Ja, das kriege ich hin. Ich kann es auch jetzt machen. Da kriege ich gar nichts. Ich liebe es. Nur das macht mir. Sag mal, wie lange haben wir eigentlich? Schau, pass auf. Ja, jetzt bin ich gespannt. Schau. So. Hey, fühlt sich gleich viel freier. Man fühlt sich gleich viel freier. Wir können ja auch jetzt Strip-Pokern spielen. Also, wo das ist so. Auf was habe ich mir denn hier eingelassen? Super. Du, Elena, da komm ich bei jederzeit gerne wieder. Das ist ja sau lustig, du. Das ist ja Wahnsinn. Aber der Trick ist, was ich jetzt dabei probiere, ob ich den wieder anziehen kann. Ja. Weil. Der Punkt ist ja, kennst du das? Das kennst du nicht, aber ihr Frauen kennt das bestimmt da draußen. Kennt ihr das, wenn man den BH auszieht und die Erdanziehungskraft ist ja auch so, dass man dann anfängt, unter den Busen zu schwitzen und das mag ich natürlich nicht, wenn ich jetzt mit dir rede. Weißt du? Verstehst du das, Leo? Pass auf. Ja. Ich kann das. Schau hier. Pass auf. So. Ich habe ihn gleich wieder an. Warte. Pass auf, das machen wir heute. Das schaffen wir. Ja? Warte. Warte. Stehst du, was die bei RTL können? Dschungelcamp, das können wir schon lange. Da. Genau, das wollte ich gerade. Oder? Genau, nur schon lange. Jetzt hole ich sie kurz nach oben. Ne? So, hier. Schau. Ja. Oh Gott. Ja. Du kriegst gleich Corona. Hör mal, ja. Dann gibt es eine ganz lustige Frage noch von den Zuschauern. Die möchte ich dir noch kurz stellen. Bist du noch Single? Lass uns. Ja. Wer nicht Wikipedia lesen kann, du hast es auch schon beantwortet vorhin, meine Frage. Ja, ich hab sie schon beantwortet. Ich muss auch echt dazu sagen, also. Ich habe vor 17 Jahren echt die Frau meines Lebens gefunden
Und die ist echt der Hammer. Also da kann gar keiner reinkrätschen. Die hat mir drei wunderbare Kinder geschenkt, die wir sehr lieben. Und wir sind schon durch so viel dick und dünn gegangen. Also uns wird nichts auseinanderbringen. Das tut mir leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Ich bin total happy. Das tut mir nicht. Und das klingt, warte, entschuldige. Ich glaube, ich bin jetzt in den Wechsel gekommen, während ich mich hier ausgezogen habe. Ich muss kurz das Fenster aufmachen, Leo. Währenddessen kannst du doch kurz noch die Frage beantworten. Ich finde übrigens die Liebeserklärung sehr schön. Und wenn deine Frau jetzt zuschaut, öffentlich vor 2740 Menschen, das ist mehr als ein Antrag. Meine Liebe, mein Lieber, wann kommen neue Folgen der männlichen Hebammen? Stopp! Oh. Ja. Du beantwortest jetzt nicht diese Frage. Ah, ja. Du beantwortest jetzt diese Frage, was am Freitag im Fernsehen kommt. Ah, ja, ach so. Stimmt, da kommt ja nicht die männliche Hebamme, gell? Ah, ja, was Na, da noch? Kommen wir beide, ja, da kommen wir beide im Fernsehen. Da kommt der Beweis, also der bildlich festgehalten wurde, wie wir uns kennengelernt haben, gell? Und wo du mit einer Mistgabel auf mich... Oh Gott, ich darf nicht spoilern, gell? Im ersten Drehtag. Am ersten Drehtag läuft die mit einer Mistgabel auf mich zu. Ja, also wir kommen am Freitag, wir beide zusammen sind zu sehen mit der Elena Ullich und vielen anderen tollen Kollegen. Darf man nicht sagen, ja, der ARD, 20.15 Uhr. Man kann auch sagen, wer die Hauptrolle spielt. Die Ines Björn David. Und ja, die Frau Björk David da. Und du und ich bin sozusagen mit dem großartigen... So, jetzt ist der Kollege mir entfleucht. Was? Mein toller Mann, den ich geheiratet habe im Film. Warum? Ich habe den Namen gerade vergessen. Der Stefan Zinner. Ja. Ja, du, macht nichts. Filmriss kann immer mal passieren. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kenne das auch. Ja, nein, es ist mir auch schon passiert und das darf man auch nicht persönlich nehmen. Das gibt es halt einfach mal. Es ist ein Phänomen, ein menschliches. Meinst du? Ja. Aber das ist, das, oh, Leo, wir werden ermahnt. Wir müssen jetzt das Foto machen. Ja. Wir müssen jetzt das Foto machen. Alles klar. Dann machen wir das Foto, oder? Ja, aber wenn du da so sitzen bleibst, dann machen wir das nicht. Weil guck mal, ich bin dir jetzt schon nahe gekommen. Ach verdammt, jetzt muss ich ja... Ach so, du verschmilzt jetzt so, mit warte, meinem Gesicht. So, warte. Oh, das ist jetzt geschert. Warte. So, warte. Guck mal. Hä? Schaut mal, was für ein toller Mann ich wäre. Nee, Leo, machst du mal jetzt ein schönes Gesicht, bitte? Ja, nein, ich mach. Guck mal, wie gut wir zusammen passen. Ja. Mach mal ein verliebtes Gesicht. Ihr Lieben, ach so, was ich vergessen habe, ihr müsstet davon natürlich einen Screenshot machen und diesen Screenshot nachher in eure... Jetzt darfst du ein doofes Gesicht machen. Doofes Gesicht. Und diesen Screenshot nachher in eure Story stellen, den Leo verlinken und mich verlinken und Kuss, bitte. Ach, sehr schön. Leo, sehr schön. Geil. Sehr schön sehen wir aus. Also, du hast nicht genug Werbung gemacht. Ich mache das jetzt mal. Ihr Lieben, am Freitag um 7:45 in der ARD kommt der großartige Film Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Heißt doch so jetzt, oder? Der ja, hieß mal glaub, anders. Der hieß mal anders, ja. Und jetzt heißt er schon tausendmal berührt. Schon tausendmal berührt. Und er ist wirklich, ich möchte sagen, es ist eine wirklich schöne Freitagabend, was fürs Herz, Romanze, wo es einem gut geht, wo man am Anfang natürlich weiß, wie es ausgeht. Ja, aber das ist ja das Schöne. Das ist ja, entschuldige, das wissen wir bei ganz vielen Sachen. Wir wollen nur wissen, der Weg dorthin. Und wir wollen ja den Herzschmerz haben. Ja. Weißt du? Ja. Wir wollen ja dieses, nein, geh nicht. Bleib. Weißt du noch diese Szene, wo wir da, wo du dann rausstürmst, ich werde nicht mehr verraten, aber wo ich dich in die Mangel nehme und du dann rausstürmst, weil wir kommen aus dem gleichen Dorf, der Leo und ich in dem Film. Genau. Ich meine, ich fand das ein bisschen doof, weil ich hatte einen ganz guten Vorschlag gehabt. Ich wollte ja eigentlich nach den ersten 10 Minuten vom Traktor überfahren werden, aber irgendwie, das passt nicht, weil um einfach mal so ein bisschen das Klischee zu brechen, aber
Haben sie nee, dann raus. Das Klischee fand ich ganz doof. Das ist sehr gut, dass das so funktioniert hat. Das sind diese jungen Kollegen, die immer noch so einen ganz besonderen Einfall haben und die manchmal sich nicht trauen zu spielen, sondern immer sagen, Hanna, können wir nicht da noch mal einen Unfall reinbauen? Ja, und da noch ein psychisches Problem. Ja, und das wollen wir nicht, sondern wir wollen einfach was fürs Herz haben. Ich und sehr viele Damen da draußen, ich hoffe, ihr gebt mir recht, bitte schickt doch jetzt ein Herz. Pass auf. Dass wir was fürs Herz brauchen. Wir haben genug von dem Schmerz. Wir brauchen jetzt was fürs Herz. Wir brauchen viel Herz momentan, ja. Viel Herz und keinen Schmerz. Weißt du? Also Schmerz, aber nur bis zu einer Grenze. So, pass mal auf, was jetzt kommt für dich heute Abend. Ja. Da kommen die Herzen. Oh. Oh. Unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemach. So, guck Leo, so sehen die Fotos dann nachher aus. Wow, da schickimicki. Das waren alles meine Gästen und Gäste. Hier auch. So, ja, du darfst mir jetzt eine Frage stellen. Von 7 aus 77. Also einfach eine Nummer sagen, oder? Du sagst eine Nummer. Ich mache aber mit dir das Spiel heute 6 aus 77 und eine von meiner intimen Liste. Da musst du dich dann ganz ausziehen. So, also bitte, erste Nummer. 11. 11. Komödie oder Drama? Komödie. Ja. Nächste Nummer. 66. Siehst du, im Grunde deines Herzens bist du doch auch lieber ein Komödiant als ein Dramist. Ja. Dramist gibt's gar nicht, ist aber auch wurscht. Welches ist deine, gut, die haben wir schon, das hatten wir natürlich schon, du musst eine andere Nummer machen, aber welches ist deine schrägste Angewohnheit? Das würde ja dann die Hose sein. Hast du Ahnung? Du. Nein, Quatsch. Warte, ich mache noch eine andere Zahl, machen wir die 50. Wieso, sag mir mal bitte, wieso macht man immer die, also ich muss das mal mischen, so die 10er-Schritte, die 7er-Schritte oder die 66, 55, 50, warum? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich rein intuitiv gehandelt habe. Also, aber wieso die 50? Was ist mit 50? Weiß ich nicht, stand jetzt einfach, der 50. Geburtstag von meinem besten Freund, der war sau lustig und... da denke ich gerne daran zurück. Und aus diesem Grund habe ich jetzt gewählt. Ja, das war so die erste Intuition, die ich hatte. Ja. Das ist schön. Wenn du eine Blume wärst, welche wärst du? Ein Vergissmeinnicht. Ah, das finde ich ja schön. Ach, das finde ich sehr schön. Ja. Kann man tatsächlich auch so stehen lassen, weißt du? Ja. Man, das ist so. Ach, das ist sehr schön. Ein Vergissmeinnicht. Nächste Frage bitte. Ich bin ein Romantiker. Gut, dass wir diesen Film am Freitag zusammen gesehen haben. Ja, ich nehme die 8, bitte. Die 8? Mhm. Hast du schon mal aus Wut was kaputt gemacht? Ja, sicher. Aber nicht, dass ich es wüsste, weil ich kann mich eigentlich echt ganz gut im Zaum halten. Also nicht so bewusst, dass du sagst, nein, da ging der Stuhl kaputt oder so. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Nein. Also. Okay. Okay. Nein. Nächste Frage. Ja, ich nehme die 41. Die 41. Wir sind jetzt wie bei so einer Quizshow, merkst du? Nächste Frage. Ich nehme die 41. Es gibt hier nichts zu gewinnen. Ah, hast du früher die Schule geschwänzt? Ja, logisch. Was? Ja, klar, das ist so nirgendwo. Das ist, Schule ist völlig überbewertet. Also, was? Natürlich ist das völlig überbewertet, ganz ehrlich. Ich finde Buddha hat was ganz Geiles gesagt. Also, er hat gesagt, das Beste, was du tun kannst, ist nicht zu bewerten. Und die Schule bewertet ständig. Die bewertet nach Noten, tralala, ob du gut oder schlecht bist. Ich bin der Volldepp und habe überhaupt null Abitur und schau, ich auch nicht. Es schaut geil, wir können auch unsere Familie ernähren. Ja, also von dem her, es ist natürlich, manchmal denke ich, hätte ich es mal gemacht, hätte ich es mal geschafft, ich hätte es nicht geschafft vielleicht, weil, weißt du, ich hätte die Möglichkeit, also was ich am Abi toll finde,
ist, dass dir theoretisch alles offen steht. Weißt du, du könntest studieren, wenn du wolltest. Du könntest auch im Alter, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich schreibe mich ein für... Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Ich habe da eine ganz anderen Mindset dazu. Ja. Und sagst du das deinen Kindern auch? Ja, klar. Dass ich geschwänzt habe? Ja. Ja, logisch. Ich bin da ganz offen. Ohne Schmarrn. Wir dürfen das schon wissen. Hallo, ich bin nicht der Mr. Perfect. Ich mache eh genug Schmarrn. Ich tue mal so, als wäre ich super. Ich dachte immer, also eure Mutter hatte nur Supernoten. Ja, nee. Also ich muss da wirklich sagen, Elena, ich habe da wirklich so das Ding, dass ich mir alles, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, alles, hatte irgendwo mich immer so hinkatapultiert zu meinem Hauptziel, das ich habe. Und darum, glaube ich, gehört bei mir dazu, dass ich kein Abitur gemacht habe. So sehe ja, ich du, das, ich ja. ja auch. Ich ja, ja auch. Ich wollte ja immer die Schauspielerei und so. Aber ich, also manchmal denke ich, das Lernen ist ja auch nicht einfach, Leo. Weißt du, das ist ja das Problem. Das Problem ist ja, ich lerne zum Beispiel durch, wenn so Lehrer so langweilig erklären, dann habe ich abgeschaltet. Weil eigentlich ist ja Wissen total spannend, wenn man das richtig vermitteln kann. Aber ich möchte da gar nicht den Lehrern die Schuld geben, weil die stehen ja mittlerweile vor einer Horde junger Affen, die ja und ganz oft überhaupt keine Struktur mehr haben, die Kinder. Also das finde ich wirklich ein Problem, weil wir, entschuldige, dass ich sage, auch wir Eltern uns ja mittlerweile, und da nehme ich mich mit rein, ja, so einmischen. Weißt du, also so, und das geht nicht, und das geht nicht, und so wollen wir es haben, und das, dass da ja kaum mehr Autorität herrscht. Ja, und auch keine Authentizität. Ja, aber wenn du dann 38 Schüler vor dir hast, oder 32, halbstarke, ist es natürlich schwierig. Ja, also ich muss dir dazu sagen, das war so geil, als wir waren ja mit den Kindern, wir waren doch als Familie so lange in Thailand, dann kam ja lustigerweise Corona, dann waren wir ja statt 3 Monate 6 Monate und hingen da fest. Und es war so geil, wie meine Kinder auf einmal angefangen haben, Kauderwelsch-Englisch zu sprechen, und es wurde immer besser. Und was ich so toll finde, also neben der schulischen Bildung liebe ich es halt einfach, dass du durch deine Lebenssituationen und durch Menschen gebildet wirst. Also meine Kinder haben überhaupt null Angst, auf irgendjemanden zuzugehen. Die quatschen eh alle zu. Ich glaube, das haben sie von der Mutter. Und, von der Mutter oder von dir? Nein, das haben sie schon von uns beiden, glaube ich. Ja, ja, jetzt schön auf die Frau wegschieben. Die nein, nein, aber das ist, weißt du, uns, das hat mich, hat mir so Spaß gemacht, wenn die Kinder dann auf einmal so, wie du hast es ja eigentlich schon angedeutet, durch Freude lernen, und das ist einfach so schön. Und ich habe früher ganz viele Sachen auswendig lernen müssen oder lernen müssen, die ich nie verstanden habe und bis heute nicht brauche. Mir hätte mal lieber mal jemand erklären sollen, wie das Bankensystem funktioniert. Aber das habe ich mir dann selber beigebracht. Ja, das Bankensystem, bitte. Mir hätte auch jemand noch andere Sachen erklären können. Ja. Okay. Nächste Frage, bitte. Ja. Ja. 30. In welchen Zeiten waren Freundinnen, Freunde besonders wichtig für dich? In welchen Zeiten? Mhm. Gibt doch Phasen im Leben, wo man sie wirklich braucht oder wo sie wirklich wichtig sind. Ja. Wichtiger als in manch anderen Phasen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Elena, also das muss ich dir jetzt, also das ist, kann ich dir jetzt nicht in einen, in, da muss ich dir jetzt mal kurz was erzählen. Darf ich das oder ist das, haben wir ja, aber wenn, aber du weißt schon, dass... Ja, dass, ja, ich weiß, so lang mache ich nicht. Oder was? Nein, ich will nur sagen, wir sind hier eine wirklich geschlossene Gemeinschaft, aber wir sind halt viele, Leo. Nur, dass Ist mir scheißegal. Also ganz ehrlich, ich will nur wissen, dass du es weißt. Ja, ja, ich habe nichts zu verbergen, alles gut. Ja, dann sag mal. Also bei mir war es so, ich war ich sage jetzt mal, wie es für mich war. Ich bin ja nicht der Schauspieler gewesen, dessen Karriere gleich steil nach oben ging. Und auch heute ist das noch nicht so. Schaut, also ich mache heute, da hinten hängen meine Geschichten. Jetzt habe ich angefangen zu schreiben, dann mache ich die Musik und so, weil ich will halt einfach auch wachsen und lernen. Und mir geht es ja auch nicht nur darum,
mein Gesicht im Fernsehen zu sehen, sondern ich will der Welt was geben. Ich will eigentlich die Welt verändern. Das ist übrigens mein Gesamtziel. Ich möchte die Welt verändern zu etwas Besserem. Und ich bin halt ein Künstler und kann das mit meinen Geschichten tun. Und nicht nur in der schauspielerischen Funktion, sondern ich möchte einfach eigentlich in der gestalterischen Funktion diese Geschichte auch erfinden. Und das passiert meistens, indem ich es erlebe. Und ein ganz großer Punkt war, als ich im Jahr 2008, da war ich mit meiner Frau in Berlin, wo da ging alles den Bach runter, alles. Da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch spielen, glaube ich zumindest, oder? Aber warum sieht das keiner? Und dann habe ich mich aus meiner Verzweiflung in einem Waffelladen in Berlin, also Waffeln, wo man wirklich Waffeln macht. Da war dann so ein Bekiffter, was weiß ich, in Hanfhosen. Und der gesagt, ey, Alter, ich glaube, ich habe für dich keinen Platz. Ey. Und da dachte ich mir, hey, Alter, ich habe so lange auf der Wiesn gearbeitet. Ich bin ein gastronomisches... Der Leo war nämlich Wiesen. Auf der Wiesen hat er gekellert. Ja, habe ich. Und ich kann das. Da habe ich übrigens meinen Mann kennengelernt, wie witzig. Also, und ich kann das einfach. Ich bin ein guter Gastronom, also beziehungsweise ein guter Kellner und ein Dienstleister. Und dann dachte ich mir, du Depp, das gibt's doch überhaupt nicht. Dann habe ich meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, Christian, du musst mir helfen. Ich habe wirklich echte Probleme. Sagt er, pass auf. Ich stelle dich bei mir im Großhandel an, du weißt, da warst du ja, und du arbeitest bei mir als im Vertrieb und LKW-Fahrer, und immer wenn du Drehtage hast, dann gebe ich dir frei und dann gehst du deinen Job nach, weil du lebst ja im Endeffekt meinen Traum. Also Christian, muss man dazu sagen, spielt auch bei mir in der Band Gitarre, und wir haben ein sehr, sehr, sehr ein Vater-Sohn-Verhältnis, kann man schon fast sagen. Und ich mag die Familie auch eben wahnsinnig gern. Und das war ein Punkt, wo er mir wirklich, wirklich geholfen hat. Und wir haben wöchentlich Sauna, wo wir dann... Immer noch. Wöchentlich das Sauna. Du bist wie so ein alter Kerl, der ist wöchentlicher Sauna-Rand. Das ist wirklich... Und da werden die Lebensphilosophien und die Ziele neu ausgerichtet. Und das ist für mich ein ganz erheblich wichtiger Teil für mich. So, das wollte ich nur kurz erzählen, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das Schöne ist eben, dass du da einfach gearbeitet hast und einfach was Bodenständiges gemacht hast, dich das über Wasser gehalten hat und trotzdem dich wieder deinem anderen näher gebracht hat. Was meinst du, was ich alles gemacht habe? Ja, echt? Was denn? Ja, aber es geht halt nicht alles. Ja. Ich habe auch viel gekellnert und gemacht und getan, weil der Traum, dieses Spielen und gesehen werden, und das ist ja, weißt du, das ist ja das eine, was man nach draußen, aber das andere ist ja, dass man erstmal einen Job braucht, dass da irgendwelche Entscheider sitzen, die entscheiden, ob man dich nimmt oder nicht. Genau. Weißt du? Richtig. So, und das ist einfach ein harter Weg oft. Genau, und was ich dazu noch sagen möchte, das ist nämlich auch, weil so viele jetzt gucken ja zu, ich finde, beim Schauspiel ist ganz ein großes Problem, oder beziehungsweise eine große Kunst ist das, ich habe ja Schreiner gelernt, und wenn ich Schreiner lerne... Und kannst du das noch? Ja, kann ich schon noch ein bisschen, ja. Kann ich, ja. Ich hab gerade das Holzpferd von meiner Tochter zu Weihnachten gebaut. Du kannst schreinern? Ja. Wirklich? Ja, kann ich. Du, wir sollten die Kinder mal zusammenführen, ne? So, ich habe hier immer was überhaupt. So, ja, pass auf. Jetzt machen wir noch die nächste Frage, mein Schatz. Ja. Man darf nicht alles verraten. Nein, hast du recht, ja. Hast du recht. Sag noch eine Nummer. Und du musst das Lied gleich noch spielen. Oh. Da kommt gerade ein schöner Satz, das Leben ist kein Ponyhof, und ich kann dazu sagen, und du bist ein Wendy. Ne? Oh. Das ist auch geil, oder? Doch. Das Leben ist kein Ponyhof und du bist nicht Wendy, ist auch ziemlich geil. Da habe ich auch. Das, ja, so, das sag mir noch eine Frage, dann geht's. Ich sag dir jetzt eine Frage, und zwar, warte, ich sag dir jetzt die Frage 44. 44? Ja, ist mein Alter. Was war denn dein größter Fehlkauf, Leo? Jetzt wären wir mal normal. Mein größter Fehlkauf? Hast du das überhaupt schon mal gemacht als Mann? Warte, jetzt muss ich überlegen. Mein größter Fehlkauf. Boah, Elena, du machst nicht. Ich hatte keinen Fehlkauf, Mädels. Das gibt's doch nicht, Leo. Ja, also nicht, dass ich wüsste. Warte mal kurz. Habe ich in irgendwas investiert, was echt richtig Gülle war? Klamotten? Entschuldigung. Keine Klamotten? Irgendein Fehlkauf? Ja, nee. Okay, dann lass uns die Frage machen. Weiß ich wirklich. Ja, und das ist eben der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja, das ist ein Unterschied. Würde ich deine Frau fragen, würde die wahrscheinlich mir einen Fehlkauf sehr schnell sagen können. Ich hab die Spülung gedrückt. Oh, das ist so krass lustig. Die würde mich wahrscheinlich zusammenscheißen. Du hast das gekauft und das. Genau, und das. Ja.
Ja, du schreibst über die Hose, gut. Über der Unterhose. Ja. Ja, genau. Der war super. Ja, sehr schön. Das war eine gute Antwort. Ja. Leo, pass auf, die intime Frage ist 1 bis 16. Ja, 6 natürlich. Was ist dir lieber? Das ist eine schöne Frage, die ist auch schon öfter gekommen. Ist immer interessant, die neue Antwort zu hören. Was ist dir lieber? Eine Beziehung, in der Partnerin oder die Partnerin dich mehr liebt oder du mehr liebst? Ja, so. Mein Gott, das ist ja voll klar, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Also das ist mir ganz wichtig. Ich kann ja nicht jemanden mehr lieben. Und den, außerdem, wie kann man denn das einschätzen, wer wen mehr liebt? Da gibt es ja irgendwie keine Messlatte an sowas. Also das merkt man ja auch irgendwie. Also ich glaube, meine Frau und ich, wir lieben uns gleich. Das finde ich einen sehr spannenden. Und zwar nicht 50-50%, sondern 100-100%. Genau, das ist sehr gut. Leo, jetzt musst du mir das Liedchen spielen. Oh Gott, dein was Elena du neulich Lied. Gespielt hast, kannst du das noch? Ja, klar. Weil wir müssen nämlich jetzt ins Bett. Warte mal. Warte, bevor du spielst. Leo. Ja, Leo, ja. Es ist doch schon spät. Ach so, ja. Mein Chef, mein Herz, lass uns noch kurz... Entschuldige, das ist ein unsanfter Gute-Nacht-Schmiss, aber ich muss doch dann irgendwann ins Bett. Es war ein Traum mit dir. Es war ganz, ganz toll. Ich finde dich einen großartigen Menschen und auch einen ganz großartigen Künstler und hoffe, wieder mit dir spielen zu dürfen. Oh, und am Freitag, wenn ihr Lust habt, kommt ein toller, toller Film. Und diese Hebamme, die wird auch weitergehen. Oh ja, vielleicht darf ich das noch kurz sagen. Also erstmal Dankeschön an die Fans. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben so krass tolle Rückmeldungen. Das hätte ich ja nie erwartet. Und wir haben gerade erfahren, es geht weiter. Ja, also wir drehen wieder. Yes! Sehr gut! Stolz auf Sollen wir dich doch mal einbauen, Elena? Das wäre doch super. Ja, baue mich doch mal ein. Bitte eine cool. Spätgebärde. Nochmal eine Spätgebärde. Ah, feilig. Na, wurscht da. Ja, wurscht. So, und jetzt spielst du ein schön unser stilles Örtchen Gute-Nacht-Lied. Willst du wirklich das hören? Oh, kann ich nicht was anderes spielen? Oder? Nein, aber entschuldige, wir sind noch im stillen Örtchen, ja, Leo. Ja, ich weiß, ja. Gehst du jetzt in Unterhose zu dem Klavier? Weile, wenn dann schon unten. Weile. Richtig, ja, ich bin schon betrunken. Seid ihr noch da eigentlich? Mhm. Steht ja das so. Ist ja eigentlich herrlich. Ja. In Unterhose. Wusstet ihr, Leo, hör mal zu. Wusstest du übrigens, dass in allen großen Filmen, die großen Liebesgeschichten der Geschichte, ja, ich sage Twilight, Pretty Woman und noch einer, alle die Männer immer Klavier spielen und die Frau nachher auf dem Klavier nehmen? Zu mir hat einmal einer gesagt, du kannst Klavier spielen als Frau, du bist aber China-Depp. So. Sehr gut. Also, muss ich das singen jetzt auch? Nein. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, das habe ich gar nicht geübt. Hallo. Warte mal, ich muss das mal kurz raustun, damit ich das... Ja, du pass auf. Leo, ich werde dich dann verabschieden und rausgehen. Ja. Du kannst dich jetzt verabschieden. Mit dem Lied gehen wir schlafen. Oh Gott, hey, boah, hoffentlich kann ich das. Warte mal. Ja, mache ich auf jeden Fall. Also Elena und liebe Community, auch Grüße an den Herrn Karl. Es war mir ein absolutes Fest und ich freue mich, wenn ich wieder mal dabei sein darf. Wirklich? Ja. Toll, ganz toll, ganz toll. Bitte, ja? Du musst die drin lassen, sonst hören wir dich nicht. Einen musst du drin lassen. Ach so, oh, ich mach's mir fertig. Ja, ich gehe da so, warte mal. Lady Elena, Sonntag ist soweit. Ja. Oh Gott, ich versuch's, okay? Lady Elena, am Sonntag ist soweit. 22 Uhr ist wieder Örtchenzeit. Oh, jetzt hab ich verspult, glaube ich. Kurz nach Tatort, vielleicht auch Löwenzahn. Wechseln alle hoffentlich auf Instagram. Da bin ich gespannt, was wir dann alles so reden werden. In unseren Köpfen, da herrscht Frischmann. Wie war's weiter? Der Herr Karl und so. Na, warte mal, ah ja, genau, da kann es am stillen Örtchen nochmal laut werden. Hauptsache ist, dass der Karl schön schlafen kann. Genau, Lady Elena, am Sonntag ist soweit. Um 22 Uhr ist stille Örtchenzeit. Schlafen, Leo! Genau. Es war toll mit dir. Ciao, für dich. Ach, er ist entzückend. Er ist entzückend, oder?
Wann kriegt man schon mal abends um 23.09 Uhr in der Unterhose einen Mann am Klavier? Ich meine, ist doch herrlich, oder? Ist doch herrlich. Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Deshalb konnte ich keine Storys diese Woche machen, weil es gab nichts, wo ich war oder sowas. Ich saß einfach nur zu Hause in der Wohnung. Morgen machen wir einen PCR-Test. Und ich hoffe, dann ist alles gut. Genau, und am Freitag guckt ihr bitte den Film. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Schon tausendmal berührt. Und ansonsten wünsche ich euch eine Wahnsinnswoche. Und wer Lust hat, einen von diesen wunderbaren Faszinatoren, ich setze sie nochmal auf, zu erwerben für einen guten Zweck, zu 100% von der Ellen Oebel, der geht, ich mache euch nachher eine Story und ich verlinke sie. Und dann klickt ihr da einfach drauf und dann guckt ihr euch das an. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend. Toll, dass es euch gibt. Toll, dass ihr dabei wart. Habt es fein. Gute Nacht. Und das war es leider schon. Jetzt kann ich ja wieder mein BH ausziehen, oder? Auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen. Jetzt. Bei Uli Stillmörtchen. Gute Nacht.